Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. In diesem Video geht es um das Thema, was braucht man alles, um weitgerecht angeln zu können und zu dürfen. Und da gibt es ein paar Sachen, die braucht jeder Angler, die sind gesetzlich sogar vorgeschrieben. Und das zeige ich euch jetzt. Und dann zeige ich euch noch ein paar zusätzliche, nützliche Zubehörteile. Also legen wir gleich los. Was brauchen wir eigentlich? Das erste und wichtigste Utensil, was man neben der Angelrute und dem ganzen Zeugs immer dabei haben sollte, ist ein Kescher. Idealerweise gummiert, das ist schon dafür die Fische, gerade wenn wir kleine Fische oder geschützte Fische zurücksetzen müssen. Ansonsten Hauptsache erstmal ein Kescher, dass wir die Fische ordentlich landen können. So, dann brauchen wir als nächstes ein Maßband, dass wir die Fische messen können, auch ganz, ganz wichtig. So. Wichtig ist vor allem, Leute, dass ihr das in der richtigen Reihenfolge auch immer verwendet. Ja, also es macht jetzt vor allem keinen Sinn, wenn ihr zum Beispiel zuallererst, wenn ihr einen Fisch im Kescher habt, dem erstmal einen über die Rübe haut und den dann messt, ob der überhaupt untermaßig ist oder übermaßig ist. Ja, das heißt also, hier die Reihenfolge solltet ihr auch einbehalten. Das heißt, nach dem Maßband kommt der Fischbetäuber, Fischknüppel, wie auch immer. Das ist jetzt zum Beispiel ein selbstgemachter. Der ist abhängig von der Fischgröße, die wir zu erwarten haben, haben wir da halt einen entsprechenden mit bei, um den Fisch zu betäuben weitgerecht. Haben wir ein separates Video bei uns in der Online-Akademie auch. Und dann brauchen wir als nächstes natürlich ein Messer. Idealerweise habt ihr dann hier so ein Messer, wo dann auch Fishing King drauf eingraviert ist. Das versteht sich, das ist ganz, ganz wichtig und mittlerweile auch gesetzlich vorgeschrieben. Ja. So, als nächstes, wenn wir es mit Raubfischen zu tun haben, müssen wir laut Fischereiverordnung ein Rachensperre mit dabei haben. Ehrlich gesagt ist es so, wer sich ein bisschen mit dem Raubfischen auskennt, schon den einen oder anderen Hecht gelandet und auch vom Haken befreit hat, weiß, dass das hier meistens eher sogar schädlich ist. Aber laut Fischereiverordnung müsst ihr das immer mit dabei haben und auch in der richtigen Reihenfolge letzten Endes dann verwenden. Nämlich, wenn der Fisch weitgerecht betäubt und getötet ist, um den Haken rauszukriegen. Oder wenn ihr den wieder zurücksetzen wollt, benutzt man sowas hier oder hat man es früher benutzt. Heutzutage kann man das mit einem gezielten Griff, Kiemgriff, viel, viel einfacher machen. Ja, hin und wieder, wenn der Haken schwierig sitzt, kann man das auch verwenden. Jetzt kommen wir zu dem Bereich Haken entfernen. Und hier haben wir gleich verschiedenste Optionen. Das ist jetzt wieder abhängig davon, was für Köder oder was für Haken wir verwenden. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben zum Beispiel, sind mit dem Fliegenfischen dran, haben also in der Regel verwenden wir Einzelhaken, die weit vorne im Maul sitzen. Dann können wir hier eine kleine Arterienklemme oder so eine ganz kleine, feine Zange verwenden. Ja? Jetzt gehen wir in das nächste Szenario, denken wir, wir sind unterwegs auf Raubfisch zum Beispiel, ja? Deswegen auch die Rachensperre mit dabei, haben Barsch, Hecht oder Zander gefangen. Da brauchen wir schon eine größere Zange, weil wir in der Regel natürlich größere Köder mit Drillingen oder großen Einzelhaken verwenden. Da empfiehlt sich so eine große Zange hier. Hier auch gerne ein paar Euro mehr ausgeben, weil dann hält die erstens länger und vor allem funktioniert die und greift die auch ordentlich, wenn es darauf ankommen soll. Die sollte immer ein bisschen länger sein, weil damit ihr auch tief ins Maul reinkommt, ohne euch an den Zähnen zu verletzen. Und wenn die teilweise ganz tief geschluckt haben, hin und wieder sind die Hechte zum Beispiel so aggressiv, da schlucken die den Köder bis hinten in den Rachen rein und ihr müsst ihn zum Beispiel zurücksetzen, den Fisch, weil er untermaßig zum Beispiel ist. Deswegen empfehle ich jedem Raubfischangler, sich auch immer eine längere Zange, sowas hier mitzuholen, dass man halt beides mit dabei hat. Ja? Dass man zur Not auch ein bisschen tiefer hinten reinkommt. Die funktionieren super einfach, sind auch nicht teuer, kriegt in jedem gut geführten Angelladen, zum Beispiel Fische mit Partner, wo wir hier gerade sind. Wichtig. Zwei Zangen mit dabei haben, wenn ihr zum Raubfischangeln unterwegs seid. Und jetzt haben wir noch die ganz klassische Einzelhakenfischerei, zum Beispiel auf Friedfische oder auf Aale oder Rotaugen-Rotfedern. Da verwenden wir klassische Stabhakenlöser. Die sind immer dann von Vorteil, wie gesagt, wenn wir ganz normale Einzelhaken haben an einem Vorfach. Und auch hier, ich habe drei verschiedene Modelle immer mit dabei. Das hängt davon ab, was für eine Köder- bzw. Hakengröße ich habe. Generell die Wahl des Hakenlösers. Ja, das hier ist jetzt zum Beispiel mein klassischer Stabhakenlöser, wenn ich auf Forellen angle, also wenn ich so eine Hakengröße zwischen 6 und 12 habe. Wenn ich jetzt auf Rotaugen-Rotfedern angle, also ganz kleine, feine Haken habe, Größe 12, 14 oder 16, verwende ich hier sowas, ja, weil es natürlich viel filigraner und feiner ist. Und das hier ist auch so ein Mittelding, den verwende ich meistens beim Aalangeln, wenn ich größere Haken verwende, so 2er, 3er, 4er, ja, habt ihr einfach immer mit dabei. Also, das sind die wichtigsten Dinge, die jeder Angler gesetzlich vorgeschrieben dabei haben muss, um weitgerecht einfach auch vorgehen zu können, weil manchmal müsst ihr den Fisch zurücksetzen, manchmal müsst ihr ihn weitgerecht betäuben und töten. Jetzt gibt es noch ein paar nützliche Utensilien, die ihr beim Wasser mit dabei haben könnt. Das fängt an mit zum Beispiel einer Ködernadel. Ja?
um zum Beispiel eure Köder, wie zum Beispiel einen Tauwurm, besser aufziehen zu können auf den Haken. Dazu machen wir auch mal ein separates Video bei uns auf dem YouTube-Channel, nicht hier in der Online-Akademie. Wenn ihr, wie gesagt, bei YouTube Fishing King eingibt, findet ihr noch viele weitere Videos von uns. Und das kann man für eine gute Köderpräsentation, sollte man das immer in der Box mit dabei haben. Natürlich Rutenhalter, auch ein wichtiges Utensil, um unsere Ruten ordentlich ablegen zu können, ohne dass die Ringe kaputt gehen. Weil wenn die Ringe kaputt gehen, geht auch unsere Schnur kaputt. Das wiederum bedeutet, wir sind unweitgerecht, weil wenn die Schnur Risse kriegt, oder, ne, dann könnten wir dadurch einen Fisch verlieren. Köderboxen, wo wir unsere Maden und so weiter reintun können, ist auch immer von Nutzen. Ja, nützliches Utensil, ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist kein Must-Have. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, idealerweise immer ein bisschen Wechselschnur. Ich habe auch mal eine Rolle geflochten und eine Rolle monophile Schnur mit dabei, dass wenn ich mal am Wasser bin, es läuft alles wunderbar, ich habe gerade einen Abriss gehabt, weil ich irgendwo einen Baum geschmissen habe oder was auch immer, dann könnt ihr euch schnell neue Schnur drauf wickeln. Wie das funktioniert, wie man neue Schnur auf die Rolle wickelt, selber, ja, oder das im Angelmaladen machen lässt, das findet ihr auch, da findet ihr ein tolles Video bei uns auf dem YouTube-Channel zu. Da erkläre ich euch das. Das ist super einfach. Kopflampe natürlich auch immer wichtig, wenn es mal länger wird. Ja, ihr habt einen langen Fischdrill, ja, oder geht Nachtangeln. Und idealerweise habt ihr dann noch eine Transportbox bzw. Angelkiste. Das kann sowas hier sein. Sowas habe ich früher verwendet als Kind. Ja, so eine Sitzkeep oder sowas hier. Da hat man verschiedene Sachen drin. Ich persönlich empfehle euch eher, mittlerweile so gut wie alle professionellen Angler, die das halt schon länger machen, haben halt eine ordentliche Tasche mit dabei. Die muss jetzt von keiner bestimmten Marke sein. Einfach eine Umhängetasche. Der Vorteil ist, man kann sich die schön umhängen. Kann sie aber auch so tragen. Und ihr seid flexibel, was den Inhalt angeht. Ja, ihr könnt hier verschiedene Boxen einfach reinladen. Wenn ihr zum Raubfischangeln seid, packt ihr euch hier die Gummifischboxen oder die Wobblerboxen rein. Ja, ihr könnt euch alles viel, viel besser sortieren, so wie ihr es braucht. Wenn ihr zum Aalangeln seid, holt ihr die Raubfischboxen raus und packt stattdessen eure Box mit den Futterkörben zum Beispiel rein. Und noch ein Päckchen Butterbrote und eine Flasche Wasser. So, und dann seid ihr flexibel. Und es ist halt wesentlich einfacher, das könnt ihr die ganze Zeit immer mit euch tragen. Deswegen eine Umhängetasche. Meiner Meinung nach besser als so eine Box hier. Das war's doch schon zu den wichtigsten Teilen. Vergesst diese Dinge hier nie mit am Wasser mit dabei zu haben. Ganz, ganz wichtig, vor allem Längenmaß. Da gibt es auch bessere, gerade wenn ihr auf Raubfisch geht, solltet ihr auch ein größeres Längenmaß mit dabei haben. Ja. Ja, und ansonsten, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut, euer Hubertus. Ciao.